Model für Fotografie, aber jetzt haben wir noch eine kleine Sensation hier. Wir haben ja den Mister mit der Gitarre auf der Bühne. Ach, ist er wirklich da? Er ist da, er ist da. Ich muss gucken. In der Tat, hier ist eine Gitarre und hier ist ein Mann. Ein Mann mit einer Gitarre. Und haben wir einen Hocker oben? Ich sehe hier keinen Hocker. Ja, eine spontane Aktion. Ja, Johnny Cash von Pirmasens, da ist ja der Marc Schlick. Ist das nichts für euch? Ja, ein Applaus. Ich kenne mich ja noch gar nicht. Wollte ich was sagen. Harald, guck du mal, dass ich die Models umziehe in Sachen Schuhbeine Hauenstein und ich wollte gerade sagen, ich moderiere ein bisschen. Wir gehen ein bisschen in die Mitte, damit okay. Wir die beiden Mikros dazwischen haben. Du brauchst ja quasi auch noch was in Sachen Gesang, oder? Wir haben zwei, ist ja wunderbar hier. Wir haben alle Improvisations... Lass mal kurz stehen, Marc. Ja. Ich wusste gar nicht, dass wir einen Special Act am heutigen Tag hier mit dabei haben bei der HGH in Pirmasens, aber umso schöner ist es. Der Mann ist ja eigentlich schon von Anfang an hier in Sachen HGH mit dabei. Das ist jetzt auch dein 5. Messetag, oder? Korrekt. Ja, also ich bin seit Beginn jeden Tag hier und macht viel Spaß. Man kommt sehr gut ins Gespräch. Wir sind ja gerade hier hinten dran mit unserem Stand. Alles prima. Du bist ja eine multiple Persönlichkeit, kann man eigentlich fast schon sagen. Viele kennen dich noch mit Crime and Passion, bist du sehr viel unterwegs gewesen. Aber du bist auch in Sachen, hier steht es ja auch ganz klar, Amtsleiter Wirtschaftsförderung und Liegenschaften. Ich hätte jetzt nur Wirtschaftsförderung gesagt, klingt noch ein bisschen größer. Du bist seit einigen Monaten in Pirmasens und wirbelst da ganz schön. Ja, also genau 3,5 Jahre sind es mittlerweile schon, Markus, und viel getan, ja auch einiges erreicht und gut Ding braucht eben Weil. Also es geht nicht von heute auf morgen, dass man dann direkt ins Amt einsteigt und dann direkt Ergebnisse präsentieren kann, weil das alles irgendwo ein politisches Bezugsfeld ist. Das dauert dann alles ein bisschen länger und dann aber, wenn dann was umgesetzt wird, dann wird es meistens gut. Ja, also da braucht man erstmal Ideen, dann braucht man einen langen Atem und dann irgendwann merkt man, ach, da tut sich ja auch so ein bisschen was. Genau. Ihr habt in diesem Jahr zum Beispiel einen Preis bekommen, müssen wir jetzt nicht unbedingt verstecken, das Ganze, da kann man auch ein bisschen stolz drauf sein. Korrekt, das war der Preis zur mittelstandsfreundlichen Kommune Rheinland-Pfalz. Das heißt, von 40 Unternehmen hier vom Standort wurden wir als sehr gute Servicestelle benannt beim Land Rheinland-Pfalz, also im Wirtschaftsministerium. Und mit unseren Projekten haben wir dann noch eine aktive Bewerbung gestartet und wurden dadurch dann eben zur besten Wirtschaftsförderung Rheinland-Pfalz gewählt. Ist ja auch was Nettes. Jetzt stelle ich mal eine ganz einfache Frage, weil Wirtschaftsförderung kann man sich zwar so ein bisschen was drunter vorstellen, aber trotzdem mal ganz einfach gesprochen, was machst du alles? Wie sieht dein täglicher Ablauf aus? Also ich sage immer, ich habe mit allen möglichen Menschen zu tun, vom Gründer, von der Neugründerin, also jemand, der sich selbstständig macht, bis hin zum Großkonzern, haben wir alles im Portfolio, wo wir eben, das sagt der Name schon, Wirtschaftsförderung, wir sind für unsere Wirtschaftsunternehmen am Standort da, jeglicher Größenordnung, wir sind quasi der zentrale Ansprechpartner für alles und dann versuchen wir, das hinten dran für die abzuklären, wenn es um Grundstückserweiterungen geht, wenn es um Fördermöglichkeiten geht, um Fachkräfte etc., also können wir dann schon ganz gut verteilen. Jetzt hatten wir gerade eben zum Beispiel Marina Furin, ich mache das mal noch ganz kurz auf die Seite, wir wollen ja da doch noch ein bisschen was erzählen. Wir hatten gerade eben Marina Furin zum Beispiel mit dabei, Lederdesignerin, die mit Moi Dash ein ganz tolles neues Projekt hat. Sie ist ja dann auch hier zum Beispiel am Stand mit dabei. Hallo Marina. Sie hat ja auch im weitesten Sinne was mit dir zu tun. Korrekt. Also die Marina war ja eine aktive Neustarterin bei uns im Gründerinnenzentrum in Pirmasens, im Krips, wo wir auch mit der Wirtschaftsförderung sitzen und sie ist nach wie vor eine stabile Mitarbeiterin, Supporterin von unseren Netzwerken. Also sie ist da richtig aktiv und unterstützt uns auch. Also sie gibt auch was zurück, was wir ihr damals gegeben haben. Finde ich super. Denn in Pirmasens sind auch viele Kreative zu Hause. Absolut, da gibst du mir den nächsten Steilpass. Das hast du schon genau. Ich habe mich gut vorbereitet, obwohl ich gar nicht wusste, dass du kommst. Ne? Ja, sensationell. Also wir haben hier das Netzwerk PS Kreativ gegründet, wo wir in der Tat die Kreativwirtschaft jetzt sukzessive zusammenführen. Das heißt, wir wollen den Leuten, also sprich Designer, Architekten, Fotografen, bildende Künstler jeglicher Art etc.,
wollen wir mal nach draußen ein Sprachrohr sein, damit man sie auch erkennt und entdeckt. Weil oftmals, das habe ich schon in meiner Arbeit festgestellt, gehen sehr viele Aufträge raus, irgendwo nach Stuttgart, Saarbrücken, sonst wohin, für ein Design zu machen, für eine Homepage, für eine Broschüre, für ein Logo und. Dafür haben wir alle Kompetenzen eigentlich hier am Standort. Ja, und das weiß nur niemand. Deswegen war die Intention dahinter, einfach der Kreativwirtschaft mal ein Gesicht zu geben, eine Plattform zu geben und sich zu präsentieren. Okay, noch ganz kurz, letzte Frage, so ein bisschen Ausblick. Was erwartet uns in den nächsten Wochen und Monaten? Was hast du dir denn so als Ziel gesetzt demnächst? Das Jahr gut zu beschließen, also keine größeren Klöpse mehr reinzubekommen. Aber da stehen drei Projekte im Moment quasi vor einem Durchbruch. Und vielleicht, wenn wir viel Glück haben, sehen wir in einer Woche, in zwei Wochen schon richtig viel Aktion auf der Husterhöhe. Und dann gehen wir in die nächste Phase. Und am 4. Dezember haben wir eine offizielle Veranstaltung zum Thema Pro Fachkraft, wo wir ein Modellprojekt für Fachkräfte aufgesetzt haben. Da wird dann in der Alten Post die Abschlussveranstaltung sein, der Modellphase, wo der Markus Appelmann übrigens der Moderator sein wird. Habe ich erfahren die Woche und freue mich sehr drüber, dass ich dann auch mal wieder in die Heimat komme. HGH ist für mich ja auch irgendwo ein Pflichtbesuch. Jetzt wollen wir ganz kurz switchen. Du bist ja heute mit dabei, hast dich lange gedrückt, habe ich gesehen, aber hast dann doch noch eine funktionierende Gitarre gefunden. Und von daher, was hören wir jetzt von dir? Ach, ich spiele zwei, drei Lieder. Der Harald hat mich gebeten, mal ein bisschen was, vielleicht weiß es ja der eine oder andere. Ich bin ja ein Teil der Band Crime and Passion und dann noch ein Teil der Band Daumen und somit, da ist der Papa ganz genau, musikalisch schwerst belastet. Das heißt, ich kann... Das klingt so negativ, ja, irgendwie. Ja, also man muss wirklich so dann die zwei Hüte dann auf und abziehen. Wirtschaftsförderer auf der einen Seite, dann Musiker, Kulturschaffender, wie auch immer, auf der anderen Seite. Ja, ist schon recht spannend, aber das hält einen auch bei Laune. Also wir freuen uns, dass er heute Laune hat, auch auf der HGH für uns aufzutreten. Euer Applaus für Marc Schlick live auf der Bühne.